Hallo und herzlich willkommen bei Narayani TV, voller Freude in die neue Zeit. Mein Name ist Narayani und heute spreche ich zum zweiten Mal mit Thomas Meyer. Und zwar handelt es sich um die Fortsetzung unseres Gesprächs über Elementarwesen. Bei unserem letzten Treffen haben wir über die Naturwesen gesprochen. Heute soll es um die Technikwesen gehen. Und ja, ich freue mich schon sehr und bin total gespannt. Hallo Thomas. Ja, hallo, herzlich willkommen. Also, lieber Thomas, beim letzten Mal ging es, wie schon gesagt, um die Naturwesen, heute um die Technikwesen. Wer oder was sind denn genau die Technikwesen? Gib uns da doch mal bitte eine kleine, kurze Einführung. Ja, also Kerngedanke, all die ganze Welt ist von Naturwesen durchseelt, in der Natur, auch in unserem Körper. Darüber hatten wir ja in der letzten Sendung gesprochen. Und jetzt ist aber die Frage, was ist denn mit technischen Geräten? Sind die auch durchseelt? Die erste spontane Antwort ist ja natürlich. Manche sind ja richtig schön, auch vor allem ältere Technik und Handwerk ja erst recht. Und dann kann man eben weiter fragen, ja, wer sitzt denn da drinnen? Und so kommt man dann, wenn man das mit dieser Frage eben nachgeht und das untersucht, dazu, dass es noch eine ganz eigene ja, Technikwesenbevölkerung gibt, die jedes Gerät beseelt. Jedes Gerät, auch jedes, also maschinell oder auch handwerklich produziertes. Also auch jeden Gegenstand. Also hier hinten sieht man zum Beispiel so Tassen. Man kann jetzt so eine dumme Frage stellen, ja, sind denn in der Tassen, hat jede Tasse denn ein Tassenwesen? Also man muss so einer Frage, so ja eine Frage ja erstmal mal nachgehen. Theoretisch muss das so sein, denn alles, was es auf der physischen Ebene gibt, da gibt es dann eben auch quasi ein Gegenbild auf der Ätherebene. Alles hat irgendwie eine ätherische Aura, weil sonst wäre es physisch ja gar nicht da. Und dann muss es aber dann eben auch einen astralen Teil geben. Das sind jetzt dann eben, die wären dann die Technikwesen. Und dann muss es natürlich auch noch einen geistigen Teil geben. Also so ist halt die Welt nun mal aufgebaut. Und unterscheiden sich die Technikwesen von den Naturwesen? Also sind die Technikwesen auch göttliche Wesen und Diener des Lichts, wie wir ja über die Naturwesen gesprochen hatten? Oder haben die Technikwesen irgendwie einen anderen Ursprung oder eine andere Aufgabe? Ja, das ist eben der große Unterschied. Sie sind von uns Menschen geschaffen oder von uns Menschen hereingelockt. Also es gibt, also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen Technikwesen, die wirklich wie neu geschaffen sind in der Produktion eines technischen Gegenstandes oder Naturwesen, die dann hereinkommen. Also die beiden Varianten, die kann man feststellen. Also sozusagen, so Zwergen wird es dann irgendwann mal langweilig und die finden das dann doch ganz schön, sozusagen im Traktor mitzufahren und gehen und da passieren so schöne Dinge und da dreht sich alles Mögliche und dann gehen die dann da rein. Also das ist ein ganz typischer Vorgang, der auch noch was ganz Natürliches hat. Aber jetzt die eigentlichen Technikwesen, die also durch unsere menschliche Produktion entstanden sind, haben eben den großen, großen Unterschied, dass sie ja eben nicht an das Weltenganze angebunden sind. Das hätten wir machen müssen. Die Naturwesen, bei denen ist es immer der Fall, weil sie ja von den Engelshierarchien erzeugt wurden. Da kriegen die göttliche Liebe und alles. Aber wer denkt denn heute daran? In welcher Fabrik wird das, gibt es dann auch noch mal den Fertigungsschritt, dann den Tempel oder Ritualraum, wo dann den erzeugten Technikwesen gezeigt wird, was die anderen Naturwesen machen und dass es die überhaupt gibt, wo denen gezeigt wird, was ihre Beziehung zu den Engeln ist, wie der Christus eigentlich in ihnen wirkt und so weiter. Das zeigt ihnen ja keiner.
Ah ja, also das heißt, werden du sagst jetzt zum Beispiel gerade Fertigung in der Fabrik, wenn jetzt Laptops, wir beide sprechen jetzt über einen Laptop miteinander, Ja. über Zoom oder mit dem Computer, wenn jetzt ein Computer oder ein Laptop in der Fabrik hergestellt wird, also und ich kriege den jetzt geliefert nach Hause, ist der dann noch ohne Technikwesen und ich erschaffe dann eins oder erschaffen die Fabrikanten schon das Technikwesen, das dann drinne ist oder wie läuft das ab? Also man kann es so feststellen, dass da eben schon auch jetzt ein leitendes, nennen wir es jetzt mal Laptop-Wesen, dann mit dabei ist. Also und das ist auch gut, reicht auch eigentlich, wenn man sich immer mal auf das leitende Wesen konzentriert. Es gibt ja dann noch viele, viele kleine, die da auch noch mitwirken, aber da wird es dann zu komplex. Aber dieses leitende jetzt Laptop-Wesen hat eigentlich von nichts eine Ahnung. Das weiß nicht, wofür es da ist. Es ist in keinem sozialen Zusammenhang. Es ist auch in der Regel dann ganz isoliert. Es kann keine geistige Umgebung wahrnehmen. Ist eigentlich wie so ein Galeerensklave. In so einer Situation befindet es sich, wenn es aus der Fabrik kommt. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass sich dann dieses Technikwesen durch die Zusammenarbeit mit dem Menschen weiterentwickelt. Also durch den Mensch kann es dann auch in die Umgebung eingebunden werden, vielleicht erstmal mit den Elementarwesen der Wohnung vertraut werden und dann kommen vielleicht auch spirituelle Impulse rein und gerade jetzt mit dem Laptop, da gibt es ja auch sehr viel seelische Interaktion, also es lernt dann auch überhaupt mal die Vielfältigkeit des Seelenlebens kennen, das wusste es vorher gar nicht. Also so gibt es dann die Möglichkeit, dass sich dann so ein Technikwesen dann doch noch eine Entwicklung macht. Aber wie weit die geht, ist halt die Frage, wie stark sich der Mensch darum kümmert. Und da gibt es eben nochmal auch einen großen Unterschied zwischen handwerklich produzierten Geräten und so Fabrik produzierten Geräten, wo eigentlich Menschen kaum mehr beteiligt sind, sondern mehr so Fließbandproduktion ist. Weil bei immer wenn ein Handwerker dran war, der war ja mit seiner Kraft und mit seiner Seele dann da dabei. Also das sieht man den Dingen auch an. Also das ist meiner Ansicht nach auch einer der großen Unterschiede zwischen Handwerk und Maschinenfabrikation, dass eben durch die handwerkliche Produktion eigentlich schon so eine Durchseelung und Durchgeistigung der Wesen des produzierten Gegenstandes stattgefunden hat. Und diese Chance hat jetzt ein Gerät, was einfach nur auch von Maschinen produziert wird, hat es nicht. Das ist ganz leer, ganz weiß von nichts. Also Ja, das ich hoffe, das ist so ein bisschen nachvollziehbar. total Und wollte jeder ich gerade spürt sagen, das hier. dass es total Sinn ergibt, weil das ist sowas, was so jeder im Fühlen, glaube ich, schon mal erlebt hat oder sofort bestätigen würde. So ein handgefertigtes, mit Liebe zum Detail gefertigtes, menschengefertigtes Stück, Gegenstand, man ganz anders wahrnimmt und fühlt, als jetzt irgendwie sowas fabrikproduziertes von der Stange. Aber man hätte das jetzt nie so, ohne deine Erklärung so in Worte fassen können für sich. Ja. Aber und das kann man, also man kann es einfach, es ist jetzt keine Theorie, was ich sage, es ist einfach Beobachtung. Also man meditiert halt eben, irgendwie einen handgeflochtenen Korb. Wie fühlt sich der an? Wie geht es den Wesen dort? Und dann halt irgendwie eine Maschinenproduktion. Und dann merkt man eben den Unterschied, dass eben die Wesen jetzt des Handwerksproduktes, die sind gewohnt, mit Menschen zu kommunizieren. Da schwingt gleich viel mehr hin und her. Die aus der Fabrik wissen das gar nicht. Die haben gar keine Ahnung, dass es Menschen gibt. Das wissen sie auch noch nicht. Ja, also das heißt, die Technikwesen entstehen wirklich durch die Gedanken und durch die Energie der Menschen, die sie erschaffen. Ja, und ich meine, das ist immer die Frage, also auch wann ist der genaue Entstehungsmoment? Also ist es, das ist auch noch nicht hinreichend genau erforscht. Meiner Ansicht nach ist der Entstehungsmoment ist eigentlich schon dort, wenn die
wenn Gerät geplant wird, also wenn es sozusagen in der konstruiert ist, wenn das in der geistigen Welt als Gedankenurbild vorhanden ist. Ich glaube, in dem Moment beginnt eigentlich auch schon das Entstehen der Technikwesen, die dann, wenn dann die konkrete physische Fabrikation dann stattfindet, dann halt sich mit dem Gerät dann verbinden. Das Also es heißt, ist eine vollkommen andere, ich weiß, es ist ein vollkommen anderer Blickwinkel, denn den hat man ja normalerweise nicht, weil der Materialismus, in dem wir ja leben, der suggeriert uns ja immer, dass es nur Materie gäbe. Aber wenn man eben spirituellen Schulungsweg macht und meditiert und so weiter, dann weiß man eben, dass es vor allem Geist gibt und dass sich aus dem Geistigen, was aber konkrete Wesenheiten immer ist, sind, dass sich dann daraus dann eigentlich erst das Materielle bildet. Und ich frage mich dann halt immer, auch bei materiellen Gegenständen, frage ich mich halt immer, ja, okay, was und was ist da geistig und seelisch begleitet dabei? Genau, weil eine rein tote oder leblose Materie gibt es ja eigentlich gar nicht in dieser Welt, oder? Ja, Ja. Genau. genau, beziehungsweise das Tote, man erlebt es ja doch, dass manches ja so ganz kühl und kalt ist. Das gibt es natürlich schon, aber das liegt dann eben daran, dass was man in der Anthroposophie arimanische Wesenheiten nennt, sind eben eine bestimmte Art von gefallenen Engeln, die nicht jetzt so eine Sonderaufgabe sozusagen übernommen haben und die dann den Raum, wenn er nicht von normalen Elementarwesen richtig erfüllt wird, dann zunehmend ergreifen können. Und dann werden die ganzen Sachen ganz tot, tot, leer, dumpf. Man fühlt dann auch nichts mehr. Aber das ist nicht, dass da keine Wesen sind. Dort sind dann arimanische Geister drin. Ja, interessant. Also sozusagen auch die Ungeistigkeit, die von sich behauptet, nein, Geist gibt es gar nicht, ist doch ein Geistwesen. Ja, genau. Genau. Okay, also das heißt, die Technikwesen, die sind dann auch nicht ein Phänomen der neuen Zeit, die jetzt durch die Digitalisierung gekommen ist, weil du sagtest ja eben schon, ein handgeflochtener Korb zum Beispiel hat genauso ein Technikwesen, wenn man es so nennen möchte. Also die hat es auch schon immer gegeben, solange wie es Handwerk gegeben hat oder wie etwas erschaffen wurde von Menschen. Genau, aber ein großer Unterschied ist, denke ich schon, als dann der Übergang vom Handwerk zur Industrialisierung stattgefunden hat und dann nochmal weitergehend, auch bei der Industrialisierung waren ja wenigstens noch Menschen dann am Fließband, also da waren ja nur die Arbeitsschritte sozusagen des Handwerks dann kleinteilig aufgeteilt und aber nochmal ein weiterer Quantensprung. Es ist dann wirklich die digitale Herstellung, wo dann teilweise nur noch eingerichtete Roboter dann Sachen produzieren. Also das macht dann nochmal schon einen ziemlich großen Unterschied. Also da gibt es eben Sprünge und dann vor allem auch an die Menge an Gegenständen. Also das macht man sich ja gar nicht bewusst. Wie viele Gegenstände gab es denn vor 100 Jahren in einem Haushalt? Und wie viele Geräte und wie viele gibt es heute? Und das ist eine rapide Zunahme. Also es war ja früher alles viel bescheidener. Da war man, da hatte man einen Kochtopf oder zwei. Wie viele hat man heute? Ja, so ganz simpel. Und auch das Leben mit den Geräten war damals ja noch viel inniglicher, weil es nicht so viel gab und weil immer ein Mensch da dabei war. Also auch der seelische Bezug war ein viel höherer. Also das sind Sachen, die man häufig sich gar nicht so richtig klar macht. Und dann auch sowas wie, ich drück auf den Knopf und dann geht das Licht an, gab es nicht. Zu einer Zeit, als es noch nicht die Elektrifizierung gab. Dort gab es immer nur direktes Leben mit den Naturkräften. Wenn es dunkel war, war es dunkel. Und wenn man Licht haben wollte, musste man eine Kerze oder eine Öllampe anzünden. Aber da war dann schon wieder ein realer Naturprozess, den man ja miterleben konnte. Und wo man auch verstanden hat, was passiert. Also man konnte ja die Vorgänge noch auch vom Bewusstsein mitvollziehen. Und das fällt heute ja weg.
Man drückt auf den Knopf, es passieren alle möglichen Dinge, die ich nicht verstehen kann, und dann irgendwas geschieht. Also machen wir jetzt hier auch mit unserem Gespräch. Ich habe keine Ahnung, was jetzt die beiden Computer machen, was da im Internet passiert. Das ist ja alles eine Blackbox. Wir sehen ja nur irgendwie einen Effekt. Ja. Aber das macht halt dann, erschafft halt auch fremde Räume. Also die eben von auch unserem Bewusstsein nicht mehr richtig gut durchdrungen werden können. Und freie Räume haben dann immer das Problem, dass sie eben nicht ergriffen sind. Da sammelt sich dann quasi Staub an, und so können dann, ist jetzt durch diese Digitalisierung entstehen eigentlich lauter Räume, wo dann, ja, was man als Widersachergeister, gefallene Engel, Dämonen bezeichnen kann, die werden dort eben genau reingezogen. Die hatten in der Handwerkskultur überhaupt keinen Platz. Ja, es wird ja auch oft verglichen oder davon gesprochen, ne, von der dämonischen Technik oder den dämonischen Aspekten so der modernen Technik oder der Digitalisierung so einerseits, ne, weil was du gerade sagtest, also mit der Trennung, die man da erlebt, das passt da ja genau rein. Also ich drücke halt auf den Knopf und das Licht geht an. Klar hat das viele Vorteile, aber auf der anderen Seite bin ich dadurch ja total getrennt von diesem göttlichen Naturwirken. Also nehme das ja gar nicht mehr wahr, anders jetzt, als wenn ich eine Kerze anzünde, wie du es beschrieben hast. Auf der anderen Seite ist so meine Erfahrung, da wirst du mir auch sicher recht geben, dass man natürlich auch so zu, gerade in der heutigen Zeit, so zu technischen Geräten auch eine unheimlich intensive Beziehung so oft aufbaut oder aufbauen kann. Also klingt für manche vielleicht komisch, aber ich kann sagen, wie ich zu meinem Smartphone, zu meinem Handy, meinem Laptop und meinem Auto, so diese drei Hauptdinge, mit denen ich den ganzen Tag interagiere, also zu denen habe ich wirklich eine Beziehung gefühlt, so, ne? Oder es gibt, wenn ich mein Handy in der halte, da habe ich ein ganz bestimmtes Gefühl zu. Also wirklich so, wie man zu jedem Menschen so ein bestimmtes Gefühl hat. Oder es gibt ja auch viele Leute, die geben ihren Computern oder ihren Autos auch Namen oder pflegen die total, lieben die über alles und so, ne? Oder man kennt ja auch dieses Phänomen, dass Technik reagiert total auf Menschen. Also das kenne ich noch aus meiner alten Redaktion. Meine Chefredakteurin, die war eine super Journalistin, so von der alten Schule, aber die stand mit der Technik komplett auf Kriegsfuß. Und wenn die sich vor ihren Rechner gesetzt hat, da ist immer irgendwas schiefgegangen und hat nicht funktioniert und ist kaputt gegangen. Und sobald sich jemand anders davor gesetzt hat, hat es sofort wieder funktioniert und war so, als wäre nichts gewesen. Ja, genau, aber jetzt könnte man, also die ganzen Phänomene, die du jetzt schilderst, die kann man ja eigentlich dann verstehen. Eigentlich finde ich erst dann richtig verstehen, wenn man sich klar macht, dass eben diese Geräte mit einem leitenden Gerätewesen und dann noch vielen Unterwesen beseelt und bevölkert ist und die reagieren. Ja. Deswegen, also man redet eben nicht an eine Wand, sondern da kommt was zurück. Das ist eben, man ist da schon in einem lebendigen Prozess drin. Aber den geht, also ohne diesen Gedanken dazu machen, macht es ja keinen Sinn. Dann denkt man sich ja, mein Gott, sind die Leute da selbstverliebt? Was machen die? Reden da jetzt mit ihrem Auto? Aber wenn man sich denkt, das Auto, es gibt ein Autowesen und das reagiert und das tut es auch, dann kann man da ja auch eine Beziehung pflegen, natürlich. Es Ja. gibt aber leider auch viele, viele Geräte, die man da so vernachlässigt. Das habe ich auch schon festgestellt. Das ist echt ein Problem. Also was ich die Steuerung der Heizung zum Beispiel, die kriegt nicht so viel Aufmerksamkeit. Die soll halt einfach funktionieren. Dann kommt mal der Heizungstechniker, der die mal anschaut. Also das ist auch tatsächlich auch ein Problem, weil die werden dann wie so, man hat dann so ein paar Steckenpferde, die besonders aufgepäppelt werden, aber dann auch viele, die ganz vernachlässigt werden. Und jetzt kann man ja fragen, warum reagiert denn jetzt, also das Beispiel von deiner Chefin, warum reagiert denn der Computer so auf sie? Also ich hatte das Problem selber auch, also bei mehr Demokratie, wo ich lang Geschäftsführer war, auch verschiedene Büros und genau das gleiche Phänomen. Bei bestimmten Leuten geht immer alles kaputt, stürzt der Computer ab und dann geht man hin, man weiß nicht, was passiert ist, er geht dann wieder. Und ich meine, dass einfach
die mit schon, also es, ich habe das so beobachtet, dass die dann schon so, mit so einer, mit so einem Stressfeld sich dahinsetzen, dass die eigentlich den, die Computerwesen ganz verrückt machen. Also das ist so, wie wenn jetzt zu dir jemand kommt und ganz aufgeregt ist und ganz negativ und es wird sowieso nicht funktionieren und du merkst schon, wie der schon zittrig wird und so. Und das bringt, das macht ja mit uns auch was. Da muss man dann ja, wenn man es bemerkt, kann man ja vielleicht dann bewusst dagegen steuern, aber man muss das dann auch und irgendwie so einen ruhigen Punkt bewahren und dass man sich jetzt davon nicht so beeinflussen lässt. Wenn aber die Computerwesen das nicht können, sondern sich halt doch beeinflussen lassen, dann werden die eigentlich in so eine Negativspirale dann reingezogen. Und dann klappen die Dinge nicht mehr. Und eine Erfahrung ist auch, das ist dann jetzt bei Computern besonders stark, weil die da haben, ich verstehe das so, durch diese Elektronik. Und gibt es so viel, also ist es so ein subtiles, so subtile Vorgänge, dass eben auch Missstimmungen der Computerwesen dann viel stärker sich auswirken, wie zum Beispiel bei einem Hammer. Den kriegst du durch so eine negative Einstellung nicht so schnell kaputt wie ein Computer. Ja, weil ein Computer ist dann ja auch wieder wie so ein eigenes kleines Universum für sich sozusagen, ne? Weil es ja so komplex ist, wie du schon sagtest, eigentlich so ähnlich wie bei den Naturwesen, wie du es beschrieben hast. Ja. Es gibt ein großes leitendes Wesen und dann ganz viele kleine angestellte Handwerker, die so für verschiedene kleine Bereiche tätig sind. Genau, und dann gibt es aber eben auch das, also was man vielleicht so sagen kann, das geistige Umfeld. Also damit so ein Computer funktioniert, müssen auch dann, also braucht man nicht nur die normalen Engelwesen, die man sonst so aus der Natur kennt, sondern da braucht man eben auch ahrimanische Geister, man braucht auch luziferische Geister in der Elektrik, im elektrischen Strom drin. Also da werden noch von vielen Seiten werden auch Wesen hereingelockt. Manchmal sind aber so Geräte auch dann auch so, dass es auch so richtig so angriffig sich anfühlt. Es ist gerade bei Leuten, die ja dann so elektrosensibel sind, die sind eigentlich nicht, so ist meine Erfahrung, oftmals nicht nur für also gegen richtig den tatsächlichen physikalischen Strom sensibel, sondern eigentlich erleben die, welche Geistwesen auf bestimmten Geräten draufhocken und spüren die. Also ich war für mich, ich, also, und da gibt es ja auch richtig Bösartige, die dann vor allem so zum Beispiel in der Handytechnologie häufig da sich also mit drin hocken und so Handy, also ich, einfach so ein Beispiel Handymast, was ja ein ziemlich scharfe Wirkung haben kann, wenn man sich dem aussetzt. Und also oft ist dann der Bericht, wenn man dann so einen Handymast anschaut, dass sich dann das Herz wie zuzieht oder wie so schwarze Krallen, die sich reinbeißen oder manche kriegen Kopfweh. Also da gibt es die unterschiedlichsten Phänomene. Und dann liegt es aber dann zu einem gewissen Teil eben auch daran, dass jetzt so ein Handymast halt von richtig bösartigen Geistern besetzt ist. Es ist eigentlich ein Tempel, böser, satanischer Geister, unbewusst errichtet. Und wenn man dann eben eine Erlösungsarbeit macht, also einerseits das Handymastwesen aufpäppelt, so, also mit der geistigen Welt verbindet, ihr seine Aufgabe erklärt und andererseits Geister, die das Umfeld, das Handymast besetzen, frei betet, sodass die also halt woanders hingebracht werden, kann man erreichen, dass dann eben die Anspannung, die man erlebt, deutlich geringer wird. Und dass auch Menschen, die sagen, sie halten das gar nicht aus, da hinzuschauen, dann sagen, oh, ich kann das jetzt aushalten, ich kann mich dem jetzt konfrontieren. Also das ist ein Riesenthema. Das ist nämlich, also es schon stellt viele Herausforderungen, die Technik und auch die Technikerlösung. Ah ja, und wie kommt das, dass jetzt zum Beispiel so ein, also ich denke, so im Empfinden, im persönlichen Erleben, werden das viele Leute bestätigen können, was du gerade beschrieben hast.
Und wie kommt das, dass da dann wirklich so viele ja böse und luziferische und dunkle Energien oder Wesen dann anwesend sind? Naja, ich glaube einerseits, es gibt eigentlich zwei Gründe. Der erste ist, dass wir lauter geistfreie Räume da schaffen, die Sachen nicht segnen, auch schon von Anfang an, sondern irgendwas machen und alle Türen offen lassen und dann kann das wie so ein Staubsauger wirken. Also man zieht sie doch ja, Unachtsames einfach an. Also die Zeiten sind ja vorbei, wo das klar war, früher war das noch so, auch in der Handwerkskultur, dass man Sachen gesegnet hat. Es gab ein Richtfest, dort wurde dann, es war immer, gab es dann Sprüche. Also in anderen Kulturen ist es ja auch so. Also ich habe mir erzählen lassen, in Indien, wenn eine neue Maschine in die Fabrik kommt, steht die still, bis der Brahmane gekommen ist und eine Einweihungszeremonie stattgefunden hat. Aber das ist was ganz Gesundes, was Wertvolles, weil man schafft damit wie so einen geistigen Schutz herum. Also das ist das eine. Und das andere ist einfach so, dass bestimmte Technologie halt auch zum Absaugen von Energie sehr lukrativ sind. Das ist jetzt für die schwarzmagischen Netzwerke in der geistigen Welt. Also ich rede jetzt nur von der geistigen Welt, die gibt es aber dort. Das gehört halt zur Menschheitsentwicklung dazu. Für die sind das Geldwesen, Handytechnologie, das ganze Stromzeug eine Goldgrube, weil die kommen damit, wenn sie sich einklinken, an alle Menschen ran und können von denen Energie absaugen. Ist einfach ein Erfahrungswert. Also ich habe mir auch da oft gefragt, also Geldwesen ist sehr besetzt, sind diese ganzen elektronischen Kommunikationstechnologien so besetzt. Ich glaube aber, das liegt daran, man kommt damit eben mit relativ geringem Aufwand an ziemlich viele heran. Und die widmen sich auch immer noch, öffnen sich. Ah Und ja, dann kann man absaugen. das heißt, das passiert dann nicht alles total unabsichtlich durch die Unbewusstheit der Menschen, sondern dass da schon System auch dahinter steckt. Es ist auch System dahinter. Also nicht unbedingt jetzt von den physischen Akteuren. Ich glaube nicht, dass die das alle wissen, aber da kriegt man dann Inspiration und es ist dann so eingefädelt und es wird dann systematisch, kann es dann besetzt werden, ja. Aber mir geht es jetzt nicht wenn ich jetzt so rede, ist auch jetzt einfach Erfahrung, weil ich halt jetzt über 20 Jahre solche Sachen untersuche und dann halt immer wieder an das Thema kommen. Also man untersucht einfach einen Handymast, untersucht ein WLAN-Gerät. So, dann gibt es halt, dann komme ich halt dann aufs Gerätewesen, dann begleitende Wesen, okay, die gehören ja da dazu, dann kommt man dann eben auch auf besetzende Engel und auch auf Verstorbene, also die schwarzmagisch verstrickt sind, die dann da auch im Umfeld hängen. Und das Ganze kommt man dann, wenn man es dann noch weiter meditiert, nicht nur im konkreten Handymast, sondern das geht dann eigentlich in überregionale Strukturen geistig hinein. Also ich kann es nur so schildern, das ist halt einfach Erfahrungswissen, keine Theorie. Ja. Und wie kann man sich so im Alltag vor diesem Energieabsaugen oder vor diesen Angriffen, nenne ich es jetzt mal, so schützen, vielleicht so mit so kleinen Dingen im Alltag? Naja, ich meine, das Thema, ist ja ein großes Thema, weil wir sind ja eigentlich die ganze Zeit damit irgendwie konfrontiert. Und ich meine, am besten ist, wenn man eigentlich immer mit Erlösungsimpulsen an die Dinge herangeht, also positiv. Also eine Freundin, ich mache vielleicht ein konkretes Beispiel. Also eine Freundin, die musste immer zur Schule von Berlin nach Potsdam mit der S-Bahn fahren und war, wenn sie in Potsdam angekommen ist, oftmals schon so ausgelaugt und angefressen, dass sie eigentlich hätte gleich wieder zurückfahren können. Aber sie sollte jetzt noch Unterricht machen. Und sie hat dann angefangen, in der ganzen Zeit Vater Unser aus dem
Fenster zu werfen, wie man Bonbons verteilt, also immer, immer segnen, hat dann immer auch eine Erlösungsmeditation für die Smartphones, die ja alle dann in einer Kabine sind, gemacht, hat auch innere Seelenverarbeitungsprozesse gemacht, hat sich einfach geistig angebunden, sodass eigentlich die hohe, hohe lichte geistige Kraft in ihr Raum bekommt und einfach ausstrahlen kann. Also solche Dinge hat's in der Dreiviertelstunde kann man ja viel machen. Und der Effekt war dann, dass sie dann berichtet hat, dass es seitdem sie eigentlich wie erfrischt dann ankommt. Also es hat ihr nicht mehr Energie gesaugt, sondern dadurch, dass sie quasi Erlösungssachen gemacht hat, ist sie selber in der Kraft geblieben. Und ich glaube, das ist fast die beste Strategie, weil wenn man strahlt, dann erleuchtet man einfach alles und das Dunkle wird dann, kriegt dann auch noch was Positives ab. Die brauchen ja was. Es gibt ja, das große Problem ist ja immer, wenn ich jetzt, wenn man eigentlich über Wesen, die das Böse tragen und in die Welt bringen, spricht, dass dann immer vergessen wird, dass die ja eigentlich ja auch Hilfe brauchen. Also, dass man, es gibt ja dieses kollektive Muster, dass man das Böse meiden muss und wegrennen muss und Angst haben muss, nicht in die Hölle zu kommen und so weiter. Also das ist ja über Jahrhunderte aufgebaut worden und funktioniert, glaube ich, so zur Manipulation von Menschen ganz gut. Aber in der Realität ist es so, dass die gefallenen Engel oder entsprechende Dämonen, die wollen ja gar nicht unbedingt so sein, wie sie sind. Die sind ja froh, wenn was mit ihnen passiert. Also die Erlösung des Bösen, das ist eigentlich die große Aufgabe und das ist eigentlich auch Christentum. Das wird, weiß ich, das wird auch kaum so gewertschätzt. Also Christus ging ja Ostersamstag, nachdem er wirklich dem Bösen am Karfreitag begegnet ist, ging er ja dann bis zum Erdmittelpunkt durch alle Höllenschichten und hat eben die ganzen dort gebundenen Seelen, Dämonen und Teufel ja erlöst. Das ist ja das Ostersamstags geschehen, sodass dann eben am Ostersonntag eigentlich die Auferstehung dann erst möglich ist. Aber der Ostersamstag spielt leider in unserer westlichen Kultur nicht so eine große Rolle. Der wird irgendwie immer so übersprungen. Aber ich halte den eigentlich für einen ganz wesentlichen Teil. Ja, das ist spannend. Das war mir tatsächlich auch noch nicht so bekannt mit dem Ostersamstag. Ja, danke für die Information. Also, Ja. das ist, nee, ist total schön, was du beschrieben hast mit deiner Freundin. Also, gerade das so mit langen Fahrten, das kann ich auch total bestätigen. So lange Autofahrten auf der Autobahn oder lange Zugfahrt oder langer Flug, das ist auch für mich immer genauso, wie du beschrieben hast, dass man dann total ganz eklig so ausgesaugt ist oder das Ja. wurde bei mir irgendwann so dann auch wirklich immer intensiver. Und jetzt mache ich es auch immer so, dass ich Mantren singe beim Autofahren zum Beispiel. Ja. Oder mein Mann ist medialer Heiler, also sehr feinfühlig natürlich dann auch für Schwingungen und Energien und nimmt das auch oft sehr intensiv wahr, so gerade mit Handymasten, was du beschrieben hast, aber auch bei uns in der Wohnung. Da, wo viele Steckdosen sind oder dann vom Handy ausgehend auch und so. Und mein Mann klebt da gerne Shriyantras, also hinduistische Shriyantras dann drauf oder macht heilige Tulsi-Blätter so in die Handyhülle rein und solche Was Dinge. sind Chiantras? Shriyantras, das ist eine heilige Geometrie aus dem Hinduismus. Das sind so Zeichen, die die göttliche Mutter darstellen. Die kann man auch als Sticker aufkleben zum Beispiel. Das macht er immer an solchen Stellen. Ja, und Ja, aber sehr gut. Aber das ist ja eigentlich genau das, wovon ich jetzt ja rede. ja, Also, dass man genau. da eigentlich mitarbeiten, dass man einfach davon ausgeht, da gibt es einen ganzen Weltbereich, der muss auch integriert werden, der muss auch durchlebt werden und man muss mit den Wesen, die da drin stecken, was machen. Also mit dem Strom, ein Riesenthema. Dort sind ohne Ende auch Feuerwesen mit reingezwungen worden, nicht freiwillig. Also da findet auch eine Art Sklavenarbeit statt. Also man denkt immer, ja, die Sklaverei haben wir hinter uns gelassen. Denkst du, wir versklaven jetzt Naturwesen ohne Ende? Also es ist einfach eine andere, es ist umgeschichtet worden. Ja, Und das dort sind, vergleichbar mit der, wie mit der Massentierhaltung ja auch im Grunde dann, ne? ja, natürlich, eine genauso furchtbare Sklavenhaltung, ja, genau. Und das Massentiere, die kann man ja noch sehen jetzt, versklavten Elementarwesen, denen geht es ja noch schlechter, weil von denen redet ja gar keiner.
Das kriegt ja gar keiner mit, aber die stecken da drin. Und also das ist ein Riesenthema und da kann man aber eben auch viel machen. Also man kann Photovoltaik ist auch so ein großes Thema, mit dem ich auch viel beschäftigt war, weil hat ja viele positive Aspekte und Sonne wird halt in Strom umgewandelt und so weiter, Nachhaltigkeit, aber wir stellten dann eben fest, dass dann so Photovoltaikanlagen, wenn sie montiert sind, dass sie dann erstens mal wie sowas, so wie so Sauglöcher, ätherische Sauglöcher sind, sich gar nicht in den Landschaftsraum einfügen, also wie ein Fremdkörper erstmal. Und dass dann zweitens, wenn man dann jetzt mehr so auf die elementarische Ebene geht, also dass dann eben die Photovoltaikwesen auch ganz so, wie ich es eigentlich am Anfang beschrieben habe, überhaupt nicht wussten, wozu sie da sind. Das ist oft so, halt einfach ihr Ding machen und dass dann Lichtwesen wie hereingezwungen werden. Also das ist eben halt wie so eine Zwangsversklavung. Und da kann man relativ viel schon erreichen, wenn man eben erstens mal die Photovoltaikwesen ausbildet, in dem Sinn, ihnen alles mal erklärt, also wozu, was für eine Aufgabe sie eigentlich haben, wie der soziale Kontext ist, warum das so schön ist, dass sie das für uns Menschen machen. Also dann kriegen sie überhaupt mal ein bisschen Selbstbewusstsein, dann ihnen aber auch erzählt, so schau mal, da drüben ist der Baum. Hast du den schon gesehen und da ist ein Baumfaun drin? Kennst du den schon? Und schau mal, da von da hinten kommt schön die Kraft von den Bergen, die muss sich doch auch erreichen. Also so einbindet, in die konkreten Beziehungen reinbringt, was normale Naturwesen haben, aber Technikwesen halt eben erstmal nicht. Ihnen dann auch die Engelwelt erklärt, Christus und so weiter. Und dann ihnen auch den Auftrag gibt, freundlich mit den Lichtwesen zu sein, die einzuladen, nicht hereinzuzwingen. Also es geht da um die Geste. Und damit kann man so eine Atmosphäre, wenn man das so einfach hinreichend intensiv gemacht hat, kann man auch die Atmosphäre um eine Photovoltaikanlage richtig spürbar ändern. Und auch die Qualität des Stromes sozusagen ist dann auch eine andere, weil nicht so viel graumagischer Zwang drinnen steckt. Verstehe. Also Also es ist ein Riesenthema. Ich habe dazu, also wenn das jemand interessiert, so zur Erlösung von technischen Geräten, habe ich auch mal ein längeres Arbeitspapier geschrieben, was ich auf einer Webseite von mir, geistheilung.org, kann man das einfach downloaden. Da steht ziemlich viel drin, auch vieles, was man nicht so ohne weiteres machen kann, aber man kann ja das machen, was man selber ergreifen kann. ja, das ist toll, ein wichtiger Hinweis. Das werde ich auf jeden Fall verlinken in der Videobeschreibung, dieses Arbeitsblatt. Ja, also zusammengefasst gesagt, einmal, dass man ist dann unsere Aufgabe als Menschen, als göttliche Schöpferwesen, halt die Technikwesen mit Liebe und Bewusstheit aufzuladen. Ja. Genau, und wieder anzubinden, weil wir machen eigentlich Engelwerk, ohne es zu wissen. Das ist das Problem. Wir erzeugen Elementarwesen, die ganzen Technikwesen und machen das, was sonst die Engelshierarchien machen. Und wir wissen es nicht und machen es dann eben nicht gut. Und das ist ein großes Thema, also auch für die Zukunft der Menschheit, weil wir im Moment ist ja so, dass ja eigentlich mit der Technik wird ja wie ein Paralleluniversum entsteht da ja. So ein abgesondertes eigenes Universum, was mit dem anderen gar nicht so viel zu tun hat. Und das ist natürlich unheimlich problematisch. Ja, Und ja. dann kann man sich weiter überlegen, also man kann ja das ja auch noch mal in die Zukunft denken, was passiert denn mit den Technikwesen, wenn sie eben nicht angebunden, nicht ausgebildet, nicht spirituell spiritualisiert werden? Was passiert da mit ihnen? Die leben ja weiter in der astralen Welt. Und wenn sie sich nicht verändern, dann entfalten, machen die halt dann so weiter. Und eine gute Vor und also Rudolf Steiner beschreibt das auch mal sehr drastisch, dass dann das in Zukunft eigentlich wie so eine Art Spinnenwesen werden, die ganze Erde dann in so einem Grau erdrücken, dass es wie so aggressive
Kampfmaschinen werden, also jetzt auf der astralen Ebene, also weil die bleiben. Also wir erzeugen jetzt Milliarden von Technikwesen und wenn, was passiert, wenn wir uns um die nicht kümmern? Also ich habe den Eindruck, auch viele, es gibt ja so Hollywood-Filme mit den, mit allen möglichen so sich verselbstständigenden Kampfrobotern und so weiter, die dann eigentlich so die Erde übernehmen. Das ist schon, da ist was Reales dabei. Das muss nicht unbedingt so physisch stattfinden, aber auf der seelischen Ebene kann das genauso stattfinden in der Zukunft. Ah ja, das wollte ich gerade fragen, ob so diese ganzen Hollywood-Szenarien, die man so kennt, so Maschinen, die dann anfangen, Eigenleben, eigenes Denken zu entwickeln, Roboter, Ja. Computer, wie auch immer. Ja, wenn man dieses Wissen über die Technikwesen hat, ist das ja gar nicht so unrealistisch. Also Nee, das ist das. überhaupt nicht unrealistisch. Mh. Natürlich, und sie, ich würde das nur mehr halt einfach auf die geistige Ebene sehen. Da ist es ganz realistisch. Da brauche ich auch keine, also KI, keine, also künstliche Intelligenz. Also da kommt ja noch mal was dazu. Da wird natürlich dann, da entstehen ja auch wieder Wesen. Kann man schauen, was passiert dann dort. Aber das brauche ich noch gar nicht, sondern das passiert eigentlich jetzt, wenn ich lauter so verwilderte Technikwesen erzeuge. Die Technik gibt es dann zwar gar nicht mehr, die Technikwesen gibt es aber trotzdem, die gehen dann vielleicht mal in andere Maschinen rein, aber die machen dann immer so weiter. Und sie prägen dann eigentlich das, unser geistiges Umfeld und beeinflussen dann uns Menschen auch wieder. Und das ist dann eigentlich, was in diesen Horrors, in den Hollywood-Horrorfilmen dann ja eigentlich so dargestellt wird, wie die dann uns übernehmen. Ja, das sind dann, wie du eben schon sagtest, halt unerlöste Geister, ne? Weil dann wird Ja. da das Gerät, das Auto, der Computer wird verschrottet, aber dieses geistige Wesen bleibt dann ja da und weiß gar nicht, was passiert ist oder wo es jetzt hingehen soll. So kann Ja. man es sich wahrscheinlich vorstellen, oder? Genau. Also das kann man eben auch so feststellen. Und dann baut sich da richtig was auf. Also aber auch jetzt positiv wiederum stellt sich dann die Frage, was muss man denn machen, dass wenn jetzt ein Gerät eigentlich eben doch halt mal verschrottet wird, was kann ich machen, um eben die Technikwesen auch dann wieder zu einer Auflösung oder Verwandlung zu bringen? Ich meine, dass das möglich ist. Ja, quasi wie auch wie eine Beerdigung machen, Ja, genau. dass man die dem Göttlichen dann halt übergibt. Ja. Aber ist noch ziemlich wenig erforscht, gibt auch wenig Praxis dazu, aber das also sehe ich eigentlich ziemlich deutlich vor Augen, was für eine große Aufgabe das da noch vor uns steht. Ja, und was für ein Bewusstseinswandel das dann auch noch erfordert, so hier in der westlichen Welt zumindest, ne? Du hattest dieses schöne Beispiel mit Indien gesagt, wo dann der Brahmane kommt und ja, das dann segnet, könnte man sich ja vielleicht auch vorstellen, dann irgendwie eine Taufe oder auf jeden Fall den Ja. göttlichen Auftrag, so den göttlichen Funken geben und genauso müsste man es dann göttlich aus dem Leben wieder verabschieden. Aber ja, das wäre natürlich hier jetzt so im westlichen Europa, weiß ich nicht, wie Ja, im viele Moment natürlich, davon es ist überzeugen natürlich würden. schwer vorstellbar, weil ja eigentlich Ja. das Spirituelle wird ja durch diese materialistische Weltreligion, die ja wirklich durchgesetzt, wie im Religionskrieg ja durchgesetzt wird, gibt es dafür ja gar nicht so viel Platz. Wird man ja nur also muss man sich ja richtig was trauen, so eine Haltung zu leben. Ja. Aber ich finde das gleichwohl, ist es ja auch egal, was andere denken. Also wenn man eben mit den Technikwesen so ein Verhältnis kriegt, dann kommt man halt auf solche Gedanken. Und man muss ja einfach bei der dem bleiben, was man selber wirklich wahrnehmen kann. Und es ist ja egal, wenn andere das nicht wahrnehmen können, muss ja bei, also muss ja einfach bei seiner eigenen erfahrbaren Wahrheit ja eigentlich bleiben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste heutzutage. Ja, klar. Also wenn ich für mich selber dieses Bewusstsein entwickle, kann ich in meinem eigenen Alltag natürlich ganz viel dann zum Positiven gestalten und machen. Ja. Ja. Wo wir jetzt schon über den Aber das Bewusstsein. erste, ich meine, aber der erste Punkt ist natürlich, dass man überhaupt mal sich mit der Frage auseinandersetzt, so der Tisch, gibt es ein Tischwesen? Wie, was macht das? Wie fühlt sich das an? Wenn ich jetzt mit einem Gefühlsimpuls in den Tisch hineingehe, gibt es da eine Reaktion oder ist da Schweigen?
Also gibt es einen Austausch? Also solche, man kann ja da spielerisch so mal mit umgehen, dann, dass man da überhaupt so in die Beseelung auch der Gegenstände und der Geräte hineinkommt. Das ist eigentlich die Basis. Und vieles, was wir jetzt gesprochen haben, auch die problematischen Sachen, die kommen dann ja erst hinterher, wenn man da einen gewissen Grund sich aufgebaut hat. Wir hatten jetzt eben über das Thema Bewusstseinswandel schon einmal ganz kurz gesprochen, um jetzt nochmal so auf was Positives zu kommen zum Abschluss. Also könnte ein Gedanke, den ich auch öfter mal habe, könnte denn diese ganze, also dieses Entstehen der Technikwesen und das Internet und die zunehmende Digitalisierung, also würdest du auch sagen, das ist vielleicht eine Vorbereitung der Menschen auf eine telepathische Kommunikation? Ich würde eher sagen Ablenkung. Also wir haben ja, also was sich da ausdrückt, ist das Bedürfnis. Also was sich im Fernsehen, warum, ich habe es, vielleicht kann man es so sagen, mit dem, warum sind Filme so erfolgreich gewesen und Fernseher, dass die Leute so reinkommen, weil es eben doch ein Bedürfnis nach Imagination gibt, also nach auch bildhaften inneren geistigen Erlebnissen. Aber anstatt dass man, dass das eben im auf Basis eines spirituellen Schulungswegs stattfindet, ist es veräußerlicht und wird dadurch, aber weiß nicht, ob es gefördert wird. Ich glaube eher auf ein falsches Gleis gebracht. Und naja, und die natürlich jetzt Telefon, Internet und so weiter, das ist natürlich, man ist dann eigentlich ja Inspiration, Telepathie, aber es wird ersetzt. Das Bedürfnis nach echter Telepathie ist natürlich da dahinter. Ah ja, das ist ein Also interessanter. ich bin mir nicht sicher, ob sich das dadurch entwickelt. Also ich habe aber auch keine endgültige, also ob das auch gefördert werden kann, aber ich habe da jetzt keine endgültige Ansicht dazu. Erstmal sehe ich, dass es eine Ersatzhandlung ist, wenn ich jetzt wenn ich jetzt eben kein Smartphone habe und die ganze Zeit da hin und her chatte und so weiter, dann würde ich mir eher überlegen, wie geht's meiner Freund oder meiner Freundin jetzt da und hätte dann auch vielleicht ein inneres Gefühl. Vielleicht habe ich das auch trotz Smartphone und hin und her chatten die ganze Zeit. Aber wenn ich da gar kein Feedback kriege, bin ich eigentlich viel mehr auf mich quasi zurückgewiesen und müsste dann eben, was ich jetzt wirklich geistig erlebe, auf das mehr vertrauen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, das ist sehr interessant, was du gerade gesagt hast mit diesem Ausdruck eines Bedürfnisses, weil ich habe das für mich schon immer so empfunden oder gedacht, dass das Internet halt ein Prozess der Vergeistigung ist, schon für die Menschen. Also die sind ja wirklich viel mehr im Geist und in der Stille und gleichzeitig kommunizieren sie aber viel, viel mehr als früher mit anderen Menschen, was dann halt über den Chat, über Social Media und solche Dinge passiert. Und da zeigt sich ja auch genau dieses Bedürfnis von Menschen, dass sie auch am liebsten die ganze Zeit alles mit anderen Menschen teilen wollen. Also das ist ja der große Erfolg von allen Social Media Plattformen. Ich will alle meine Fotos zeigen, ich will alles erzählen, ich will berichten, wie ich mich fühle, was ich mache und möchte da von anderen Menschen Aufmerksamkeit und Reaktion dafür bekommen und so. Aber ja, du hast recht, es ist ein Bedürfnis, das sich da zeigt, aber das tatsächlich lernen oder kultivieren, müsste ich dann eigentlich in der Stille für mich. So mit Meditationsübungen vielleicht oder so, dass ich versuche, mich mit einer anderen Person zu verbinden oder so in der Tierkommunikation wird es ja auch so gemacht. Ja, da wird es gemacht, natürlich. Und das kann man genauso wie mit Tieren, natürlich mit anderen Menschen geht es natürlich auch so. Und interessant ist ja, wenn man es macht, hat man Eindrücke. Also man wird nicht alles mitkriegen. Manchmal wird man auch falsch liegen, aber das ist ja nicht wichtig. Wichtig ist, dass man auf das, was halt passiert, da vertraut und das einfach kultiviert und übt. Ja, Also sehr, es ist sehr. auch viel, was in der Technik ist, ist halt natürlich, sind menschliche Fähigkeiten nach außen verlagert. Also es sind so ins Äußere gesetzt, was wir eigentlich innerlich machen könnten. Also das jetzt vor allem mit den, also jetzt mit den ganzen Digitalisierung wird sozusagen das, was wir in unserem Denken und Fühlen machen könnten, passiert dann dort. Also mit der mechanischen Technik, da ist ja eigentlich mehr das, was wir mit unseren Händen tun sollten oder könnten, das macht dann eben
macht dann eben halt eine Maschine, die kann das auch dann viel besser oder kann viel mehr Gewicht heben und so weiter. Ein Traktor kann mehr, als wenn ich mit der Schaufel komme. Also dort werden wir sozusagen von unseren physischen Tätigkeiten wird das ersetzt und wird dann mehr gemacht. Und was jetzt aber halt neu ist mit dieser, also mit der ganzen Digitalisierung, dass sozusagen unser Denken und Fühlen wird jetzt eigentlich vertechnisiert. Ja, stimmt, wird dann auch nach außen verlagert. Wird nach außen verlagert, genau. Und das hat, also ich will es jetzt gar nicht werten, aber das hat eben auch dann Gefahren, dass man es selber dann verliert. Also die Gefahr besteht. Ja, sehr Ja, das interessant. ist alles eine große, das ist alles, das sind alles große Themen. Und das Verrückte ist ja, wie schnell das alles gegangen ist. Also wie gesagt, vor 100 Jahren gab es das alles überhaupt nicht. Man lebte einfach nur von, wenn man gesprochen hat, dann hat man mit einem anderen Menschen gesprochen. Und zwar direkt. Telefon gab es auch noch nicht so viel und ein Telegramm war schon eine Mordsgeschichte. So, und dann, also es, da gab es eigentlich immer nur richtige, direkte, erlebbare Interaktion. Und das, ich erinnere mich auch noch, als ich das Volksbegehren Mehr Demokratie in Bayern organisierte, das war 1994, ja, 95, also eine große politische Kampagne. Es waren dann 1,3 Millionen Stimmbürger, trugen sich dann in dem Volksbegehren ein, sodass es dann auch zur Volksabstimmung kam. Es ging darum, um die Einführung des kommunalen Bürgerentscheides. Ich war da halt 2 Jahre als Kampagnenleiter tätig, als Sprecher der Aktion. Aber da hatten wir kein Internet. Spielte keine Rolle. Es gab keine E-Mails. Irgendjemand hat mal irgendwie so, das war das so in den Anfängen, irgend so einer hat dann irgendwie eine Webseite gemacht. Ich habe es gar nicht kapiert, was das sein soll, aber das halt für ein paar tausend Leute. Sondern es ging alles einfach über Rundbriefe, einfach per Post. Da gab es noch einen Faxverteiler, das war schon das Höhepunkt der Technisierung, Serienfax, der dann ratterte dann stundenlang durch an einen bestimmten Faxverteiler. Das war schon der Höhepunkt der Gefühle und ansonsten halt Treffen. Aber es war möglich und man konnte dort eben eine riesengroße politische Kampagne organisieren. War kein Problem. Ist heute, also heute, man vergisst es ja, man denkt, geht gar nicht. Ging aber alles. Das stimmt. Und wir haben gleichzeitig, also das sind jetzt 25 Jahre her ungefähr, hat sich so viel in der Zeit verändert und man hat es, glaube ich, in der Dimension seelisch, geistig, was auch eben in der spirituellen Welt da passiert, eigentlich noch gar nicht richtig verdaut. Also wir sind da ziemlich überrollt. Und deswegen reden wir jetzt ja auch gerade über das ganze Thema, um da ein bisschen mit der Verdauung ein paar Schritte weiterzukommen. Ja, das ist wirklich wahr, wenn man sich das mal so bewusst macht, ne, das ist echt enorm. Ich weiß das auch noch, wie das vor 25 Jahren losging. Da war ich so jugendlich und dann irgendwann waren die allerersten, die da mal so ein Handy hatten und dann habe ich es auch gar nicht verstanden. Ja, ich schreibe jetzt eine SMS mit jemandem. Ja, was bedeutet das denn überhaupt so, ne? Jetzt irgendwie, oder wo dann das Internet kam. Ja, da werden, weiß ich noch, hat mir mal jemand versucht zu erklären, da kommen dann Daten durchs Telefon und dann ist das war dann noch mit Modem alles, ne? Ich so, Ja. ja, weil was wie da, was für Daten denn durchs Telefon? Ja, so Informationen. Ich so, ja, ein Brief dann wie beim Fax oder also ne, ich überhaupt nicht Ja. fassbar für den Verstand, was da jetzt überhaupt so passieren sollte. Ja. Und ja, jetzt sind wir mittendrin und es ist nicht mehr wegzudenken. Meine Frage zum Abschluss an dich, Thomas, ist ähnlich wie bei den Elementarwesen, bei den Naturwesen. Weil ich glaube fest daran, dass alles, was passiert, auch wenn es Herausforderungen birgt, immer Teil des göttlichen Plans ist. Und deswegen jetzt auch mit den Technikwesen, mit all ihren Herausforderungen, also so aus göttlicher und spiritueller Sicht, was könnte dann ihr höherer Sinn sein? Oder das frage ich mal anders, wie können uns denn die Technikwesen oder jetzt dieses Zusammenleben, diese neue Lebenssituation mit den Technikwesen auf unserem spirituellen Weg voranbringen?
Naja, wir sind der spirituelle Entwicklung der Menschheit ist ja, dass wir ja eigentlich auf dem Wege dazu sind, selber Götter oder Engel zu werden. Das ist sowieso also der Weltentwicklungsprozess, also über lange Äonen. Da geht es nicht um eine Sache in unserer Lebenszeit. Und ich sehe das eigentlich als einen Teil davon. Wir fangen damit schon an, aber sind uns dessen noch gar nicht so richtig bewusst. Und ja, und damit kommt man dann in Auseinandersetzungen rein. Aber das ist eigentlich im Großen und Ganzen schon so vorgesehen. Also so würde ich das sagen. Nur müssen wir die Aufgabe halt richtig ergreifen. Und das ist halt so, dass eben die Welt, wir gestalten die Welt mit, aber dann müssen wir es aber auch eben ins große Ganze wieder einbinden. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und man kann ja sich der Herausforderung ja auch stellen und das macht dann auch Spaß. Und man kann da auch ganz klein anfangen, einfach jetzt jedes Gerät, so wie ich es ja schon gesagt habe, einfach mal beobachten, jeden Gegenstand mal beobachten. Wie fühlt er sich an? Was für eine Stimmung kommt mir da entgegen? Was passiert, wenn ich ihn mit einem freundlichen Impuls anspreche? Klingt dort was zurück? Einfach nur auf der rein seelischen Ebene. Das kann man immer machen. Und das Gleiche dann eben auch nicht nur mit Gegenständen, sondern eben auch mit Geräten. Und immer beobachten, wie fühlt sich das an? Und erlebe ich einen Mangel, erlebe ich was Abgeschnittenes, Abgeschlossenes, dann kann ich da ja wieder mit Impulsen reingeben, also da in den Prozess einsteigen. Schön. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Thomas, und dass du dein wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Das waren super interessante Einsichten, die du uns da heute gegeben hast. Und danke dir herzlich für das Gespräch. Ja, gerne. Und ich darf noch nachtragen, wer weiter sich da rein vertiefen will. Ich habe mehrere Bücher über Elementarwissen geschrieben, in dem Element Zusammenarbeit mit Elementarwissen 2 mit Lilla Einband sind 5 Interviews, wo es nur um Erfahrungen mit Technikwesen geht, drinnen. Also da kriegt man auch nochmal richtig viel Futter und Anregung zur Verdauung. Ja, genau. Also absolute Buchempfehlung, großer Lesetipp. Die Bücher von Thomas Mayer, ich werde sie alle verlinken in der Videobeschreibung unter dem Video und auch deine Website, dass man direkt zu dir findet, wenn man möchte. Und ja, dann verabschiede ich mich für heute bei dir. Ja, danke.